Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich hatte letztes Mal gar nicht erwähnt, ich habe letzte Woche auch schon das Milton Zockt Symbol von oben links nach unten links verschoben, damit man überhaupt sehen kann, was in dem Zauberstab drin ist. Falls ich das noch irgendwie verschieben kann, werde ich das wieder ändern, aber momentan bleibt es erstmal jetzt da unten. So. Wir haben noch drei Blätter übrig. Wir gucken gleich nochmal weiter hier rein. Es gibt noch so viel zu lernen. Wir wollten vor allem jetzt mit Alchemie weitermachen, damit wir eine bessere Alchemie bekommen. Weil wir wollen ja Sachen mit Alchemie machen später. Da gibt es noch so viel zu sehen und so. Und damit wir halt, wenn wir zum Beispiel so ein Nitro machen und wir wollen das halt herstellen und wenn man zu viel von diesen Aspekten da reinwirft, also jede Sache hat ja Aspekte drin und wenn man etwas reinwirft, was zum Beispiel noch Natur oder so enthält, dann entsteht so eine Art Nebenprodukt, nämlich so eine Art Qualm. Und dieser Qualm setzt sich in der Welt fest und dann gibt es so ein Biom, das sich dann ausbreitet und irgendwann auch die ganze Welt verschlingen kann, bis auf Pilzgebiete. Die bleiben davon undunkelt. So, und damit man das verhindern kann, gibt es diesen Essentia Destillation. Gucken wir uns das mal an. Ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Wasser. Das kann man Wasser und Leben. Das ist ein Fisch. Da gibt es noch die Leere. Die Leere. Zerstörung. Jetzt überlege ich gerade, wie können wir... Eins von den beiden. Irgendwas, was Wasser beinhaltet vielleicht. Leeres Gier. Da haben wir Leben. Mit Überleben und Gier können wir gehen dann. Leben. Das heißt, wir brauchen Leben. Ein Leben brauchen wir. Dann brauchen wir... Hier. Dann brauchen wir Leere. Und dann brauchen wir hier oben jetzt Wasser. Anderes, was Wasser beinhaltet, irgendwas. Was nicht so teuer ist. Nichts mit Wasser hier. Irgendwie nicht. Traurig. Gift gibt's noch. Aber mehr von. Sonst gibt's nichts. Gewitter, aber habe ich ja noch weniger von. Na, nehmen wir mal ein Gift. Nehme ich noch Wasser. Und nehme ich nochmal das. Haben wir auch das erforscht. Das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Den Essenz-Estillator. Da. Steinblock. In Zukunft wirst du definitiv schneller Zugang zu verschiedenen Aspekten benötigen. Nicht nur den primären aus dem Zauberstab. Mit einfachen Alchemieverfahren hast du einen Weg gefunden, Objekte zu analysieren. Der erste Schritt in diesem Prozess benötigt einen Alchemieofen. Der Alchemieofen funktioniert wie ein normaler Ofen, in dem du Kohle verbrennt, Hitze zu erzeugen. Statt Erze zu reinigen,
Und sie schmeißen Spalte in Objekte in der Höhe aus Boden. Das ist nichts. Aha. Eine Werkbank. Hissfilter. Aha, aha. Silberholzbretter brauchen wir. Keine Werkbank. Keine Werkbank. Das ist eine keine Werkbank. Alchemiekonstrukt. Keine Werkbank? Was soll das sein? Alchemieofen ist das. Achso. Aha. Das Gefühl, das geht irgendwie anders als früher. Steinblock. Okay. Du hast nicht genügend gebraucht. Das und das, dann können wir es einfach so aufbauen. Das heißt, wir müssen das herstellen. Und zwar brauchen wir davon noch einen. Und dann brauchen wir davon noch einen. Sollen wir mal ein paar mehr herstellen? Sollen wir noch mal ein paar mehr herstellen? Leere haben wir gar nicht. Haben wir wieder mal ein bisschen was hergestellt. So, wir erforschen das. Und wieder drei davon. Als nächstes ist dieses hier. Aha. Das heißt, wir haben das. Dann haben wir unten was. Ja, es geht ja einfach. Das ist ja mit Ordnung. Könnten wir ja einfach sagen, wir nehmen Ordnung. Jeweils hier hin. Hier hin, verwenden diese beiden mit dem. Brauchen wir Wasser. Brauchen wir wieder was, was Wasser hat. Da hatten wir nicht so viel. Da haben wir mal das. Und zwar mit Leben. Das hier erforscht. Aha, also was alles ist, das weiß ich selber noch nicht so genau, wie das funktioniert. Hier brauchten wir auf jeden Fall noch mal eine Lizenz. Brauchen wir wieder drei davon. Einfach auch nochmal. Zentrifuge.
Chemiezentrifuge. Chemiezentrifuge. Wieder Ordnung. Zauberstab. Ordnung. Fisch. Zerstörung. Was mit Zerstörung und Ordnung zu tun hat. Leere. Das hat Zerstörung auch. Beinhaltet. Ich glaube, Eis war auch Zerstörung drin. Mal gucken, was der Hammer überhaupt hat. Mensch, Werkzeug. Hat Ordnung. Jetzt vor mit das und Einordnung noch. Das heißt, hier kommt hier noch ein Eiswürfel. Dann haben wir auch das. Alchemie-Transfuge. Und das ist das, wo ich eigentlich hin war. Automatische Alchemie. Die automatische Alchemie. Also das hier alles, das kommt natürlich viel später. Aber wir haben es einfach schon mal erforscht. Ich meine nämlich, dass das hier schon alleine, was ich vorhabe, erstmal das reicht schon. Wir brauchen Glasscheiben auch noch. Glasscheiben. Dafür brauche ich Sand. Sand habe ich natürlich auch nicht mehr. Das heißt, wir werden nächste Folge erstmal Sand holen. Wir werden Sand holen nächste Folge. Damit wir uns diese Gläser machen können. Dann werden wir das hier mal herstellen. Wir brauchen ja diese Visiere auch. Das heißt, wir brauchen auch Silberholz. Ich glaube, Silberholz haben wir auch gar nicht. Birkenholz haben wir nur. Kein Silberholz. Müssen wir auch noch Silberholz besorgen. Und dann müssen wir natürlich auch noch das hier bauen. Dann machen wir ganz nochmal einen Zauberstab und einen Kessel. Weil das machen wir auch alles nächste Folge. Das heißt, wir haben erstmal in dieser Folge auch wieder ganz viel erforscht, dass wir irgendwann mal die automatische Alchemie haben. Aber wir werden erstmal mit der grundlegenden Alchemie anfangen müssen. Und dann können wir nämlich auch anfangen, wenn wir ein Alchemie-Ding haben, weil man braucht ja, wie gesagt, ganz viele Sachen, um zu zaubern. Die
Aspekte, damit wir halt nicht so viel Abfallprodukte erzeugen. Haben wir ein bisschen eingeforscht. Und dann sage ich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.